Leute, was geht ab? Ihr am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber-Insel, Freunde. Ihr seid schon im Hintergrund, wir sind gerade wieder auf der Insel am Start, Freunde, und zwar vor der alten Wasserkrieger-Base. Denn ja, Freunde, für alle, die es von euch noch nicht mitbekommen haben, ich bin gestern aus den Wasserkriegern ausgetreten und bin jetzt Endkrieger. Keine Ahnung, Russik zwingt mich da in irgendeinen Clan reinzugehen, mit Alpha-Stein, mit Ent und keine Ahnung was. Und zusammengefasst werde ich einfach nur erpresst, weil die mein ganzes TNT haben und keine Ahnung was. Also ich weiß wirklich auch gerade gar nicht. Russik hat mir gerade eben wieder geschrieben, ich soll jetzt gleich zum Termin kommen oder als hätte ich gleich Schule oder so, weil wir irgendwas Clan-intern besprechen sollen. Kein Plan, irgendwie wieder an diesem Ender-Portal, wo wir gestern schon waren. Freunde, ich blick da aktuell wirklich nicht durch, aber wirklich... Aber wir haben heute ein anderes Ziel. Konzentrier dich, Alpha. Konzentrier dich auf die Mission. Steig ein in die Comments, Bulls. Komm, Alpha, ich bin da. Werden wir besiegen. Let's go, ab zur Wasser... Auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, Freunde, nochmal... Also, Bro, ich warte mal. Bro, was haben die vor? Was ich auf jeden Fall sagen wollte, Freunde, in der heutigen Folge werden wir mal was ganz Besonderes machen. Wir gehen gleich erstmal zu diesem komischen Gespräch. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, meine Creeper-Farm zu zerstören. Und zwar komplett. Weil irgendwie dieser ganze Beef, generell alles auf der YouTube-Insel, es hat immer mit Schwarzpulver, TNT und keine Ahnung was zu tun. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob der Fehler an mir liegt, Freunde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, solange es diese Creeper-Farm gibt, gibt es irgendwie nur Streit auf der Insel. Ich habe keine Ahnung. Alleine jetzt, ich werde erpresst, weil der mein ganzes TNT hat und damit der mächtigste Spieler der Welt ist. Und ich glaube, die schlauste Lösung ist es, das Ding einfach in die Luft zu jagen, Freunde. Auch wenn es gefühlt wochenlange Arbeit war, das Ding aufzubauen, die Sachen dahin zu bringen und. Ich glaube, es ist einfach die beste Lösung für die gesamte YouTube-Insel, Freunde. Aber halt generell, Freunde, in der ganzen Situation, ich kann halt gerade nichts machen. Ich kann mich nicht wehren. Ich kann, Bro, ich habe keine Ahnung, was soll ich überhaupt für Content machen? Ich probiere jetzt wirklich einfach noch zu retten, was geht. Wie gesagt, die Creeper-Farmen werden wir wegsprengen. So haben wir gar keine Gefahr mehr, dass irgendwer noch mehr TNT, der Alpha-Clan, falls Russik denen das sagt oder irgendwas oder Russik noch mehr nimmt, die können halt aktuell unendlich viel TNT machen und das muss ich verhindern, Freunde. Es geht nicht anders. Aber jetzt will ich sagen, was hat Alpha-Stein vor, Bro? Ich dachte, wenn wir jetzt Clan sind, warum erzählen die mir das dann nicht? Wir gehen mal ganz kurz gucken, Freunde. Nicht, dass wir über den Wasserkriegern irgendwas sprengen. Und selbst dann, wenn die irgendwen angreifen wollen, Bro, ich kann nichts machen. Die haben mich komplett in der Hand. Das, ey, so eine Situation wirklich, dass ich da überhaupt mal reinkomme auf der YouTube-Insel, Freunde. Weil ich mach mal ohne Dreizack gerade, damit man nichts hört, falls ich da irgendwo lang schwimme. Naja, aber warum sollten die Wasserkrieger sprengen? Das macht gar keinen Sinn. Warte, ich gehe mal ganz kurz. Ich habe auch, by the way, nicht meinen Skin geändert. Die meinten zu mir, ich soll den Skin ändern. Habe ich aber immer noch nicht gemacht, Freunde. Aber so wie es aussieht, wird hier auch nichts gesprengt. Boah, Junge, ich dachte schon. Aber wen greifen die an? Ich kann keine Chat-Nachrichten schreiben, Junge. Wen wollen die denn zerstören? Ich dachte, jetzt sind wir eine Familie und alle mögen sich und lieben sich, Bro. Dann sagt mir doch was. Bro, die sprengen doch bei den Wasserkriegern. Was machen die da? Bro! Digga, wollen die mich gerade komplett flachsen? Sprengt ihr das ganze Haus? Seid ihr blöd, Mann? Weil das ergibt doch keinen Sinn. Das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Das war Amir! Amir ist schuld! Nein, was soll das? Amir hat gesprengt! Hat er gesehen? Alter, hört auf jetzt sofort damit! Bro! Nein! Digga! Junge! Ey, wollen die mich komplett? Bro, er sieht mich. Jungs, das geht nicht! Das geht nicht! Die haben ja einen gesprengt, Bro, die haben sogar das Lager gesprengt! Alfie, so ein persönliches Problem. Na, Alfie, beruhig dich jetzt. Ich weiß hier nichts mehr, ich weiß hier nichts mehr. Stopp. Warum hilft Russak den? Bist du wahnsinnig? Ich tue die ganze Zeit meinen Kopf für dich hin. Ich hab so Ente, wenn du noch sauer bist wegen der Ente, dann würde ich weiterspringen, aber ich mach nichts mehr. Warum hilft Russak? Du kannst von mir aus noch weiterspringen, Ente. Bro, ich verstehe gar nichts mehr. Seid ihr wahnsinnig, Mann? Russak, was ist das? Ich habe meine ganze Ehre aufs Spiel gesetzt dafür, dass Frieden ist und jetzt kommt ihr wegen der Ente, sprengt ihr hier wahrscheinlich das ganze Ding. Setzt ja, Russak seine Ehre aufs Spiel, weil Frieden ist. Bro, Junge, er macht genau das Gegenteil von Frieden. Guck mal, hey. Warte mal, vielleicht bist du ein... Wenn wir mit Amir reden. Jungs, Amir, ich rede mit Amir, wir klären. Wir machen nichts mehr kaputt, Ente, okay? Oh, gar nichts, musst du mit Amir reden. Vielleicht später nochmal. Der klatscht nicht, wenn du dann gehst. Nice, meins, Russ, ich brauch das noch. Wo ist Amir? Wo ist er? Ich schreib ihm gleich, ich geh mit ihm reden, hört auf zu sprengen. Ey, ja, gib mir das TNT. Hör ich nicht. So, hast du noch was? Hast du TNT?
Nein, nein, ich hab keine Ente. Ey, Ente. Wirklich nicht. Ente, es ist der Clanchef. Ich konnte nichts machen, ihr seid wahnsinnig. Ente, gib mir das Ente, ist der Clanchef, los, komm. Ente, gib mir das Ente, Mann. Ey, ich verstehe wirklich gerade. Du bist unser Chef? Ja, wir haben einen neuen Clan, Endkrieger. Was geht das mit dir geredet haben? Ey, Jungs. Freunde, ich verstehe die Welt nicht. Ich muss jetzt den Schaden hier schnell reparieren oder sowas. Ey, ich weiß auch nicht. Nein, Armin soll das sehen, dann reden wir mit ihm und dann reparieren wir das zusammen. Wir reparieren das alle zusammen, aber dann muss das sehen. Hört uns auf, Schmerz. Mann. Bro! Slime! Nee, wenn du mich jetzt verrätst, Digga. Junge, verzieh dich! Ich komm gleich dahin, wir sprechen du auf dem Weg dahin. Okay! Was wollt ihr wollen? Ja, genau. Es gibt neue krasse Geheimnis, zeig ich dir, komm mit, Kumpel! Komm, jetzt los, was soll ich mit dem Weg? Ja, los, 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 Jungs, los! Oh Gott, oh Gott, los! Ey, Mann, was haben die denn getan? Ich brauchte. Oh mein Gott, die haben. Bro, das warum? Warum? Oh mein Gott, hier ist ein bisschen Glas. Hilft Russak den, Junge? Leute. Okay, ich muss dich schnell erbauen. Ach du neu, grünen. Oh Gott, wenn das jemand sieht. Oh mein Gott, Leute. Das ergibt. Bro, warum wird überhaupt bei den Wasserkegern gesprengt? Das war eine Voraussetzung. Oh mein Gott. Und hier ist absolut. Gut, ich kann da nichts machen jetzt. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott, ich werde jetzt schnell ein bisschen das Wasser stoppen. Weil das ergibt absolut keinen Sinn, Leute. Oh mein Gott, ey. Die sind aber Junge, ich raff hier gar nichts mehr. Warum hilft Russak denen überhaupt? Ey, Freunde, mir egal, ich frag jetzt Russak, was das soll, Digga. So. Oh oh, wir müssen hier noch ein bisschen. Junge, was soll das hier? Wow! Hä? Alter, hast du mich erschrocken? Ja, Bro, du hast mich erschrocken. Wir haben uns, wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass ihr nichts macht und jetzt werden die Wasserkegel angegriffen. Nein, Junge, das, was für ein 31er-Move. Bro, das ist, die sind böse wegen der Ente, aber das war nicht so geplant, Mann. Wirklich, das war nicht so geplant, wirklich. Junge, du laberst irgendwas mit Frieden und keine Ahnung was, Bro, und dann sprengt die hier, oder was? Nein, ich hab die versucht aufzuhalten, ich hab's nicht geschafft. Die Idioten haben einfach gesprengt, die haben mein, so, das war gar nichts hier, siehst du? Ja, und was mit dem Haus hier? Ist irgendwas... Ja. Bro, im Lagerraum habt ihr gesprengt, Digga. Bro. Guck dir das mal an, Junge. Ich hab versucht, noch Wasser zu platzieren. Das ging nicht mehr. Ich weiß nicht, Mann. Ich kann das erklären, wirklich. Die sind sauer, aber ich kann... Ich blick hier gar nichts mehr bei euch. Ich kann dir auf jeden Fall dazu bringen, dass... Lukas, guck mal. Was? Und er ist recht, warum bei Flauschi? Bro, es macht gar keinen Sinn alles. Ich weiß es nicht, die sind sauer auf Armin jetzt, weil er die Ente gesprengt hat. Ich versuch doch einfach nur den Frieden. Aber wir hatten eine Abmachung, Bro. Ich hab gesagt, ich mach Alphastein nix, dafür sprengt ihr hier nix. Ja, ich wollte auch nichts sprengen, das war nicht von mir. Aber ihr seid doch, hä? Ihr gehört doch zusammen. Ja, aber die sind durchgeknallt gewesen gerade. Und warum? Ist sich dabei und Ente hat noch nichts gecheckt. Ey, guck mal, ich kann das erklären, guck mal. Bro, und warum, ganz kurz, erklär mir mal eine Sache. Du schreibst mir, ich soll ankommen wegen diesem Gespräch, Termin und bla bla. Dann kriegt euch Zufall mit, wie ihr hingeht. Ich wusste nicht, ganz kurz, lass mich mal ganz kurz eine Sache fragen. So, ihr habt mich komplett in der Hand. Ich kann nichts machen, ich weiß, ich werde mich auch nicht wehren und nix. Aber warum? Bro, ich versteh's gar nicht. Gehört ihr jetzt zusammen oder nicht? Warum willst du die dann davon abhalten? Ja, weil das nicht geplant war. Ich wollte mit denen nur mal reden. Plötzlich versuchen die hier was zu sprengen. Das war ja nicht geplant. Ich wusste nicht, dass sie wegen einer Ente hierher kommen und TNT platzieren, weil Ente sauer ist. Und das macht keinen Sinn. Ja, aber es macht keinen Sinn. Ich wollte doch eh noch mit dir reden. Ich versuche doch einfach jetzt... Guck mal, ich kämpfe die ganze Zeit nur dafür, dass alle sich verstehen. Auf jeden Fall, guck mal. Ja, du kämpfst ganz gut dafür, indem ihr mich komplett auseinandernehmt, Digga. Das war nicht geplant gerade. Das war nicht geplant, das war nicht gewollt, sonst was. Deswegen habe ich ja angefangen, die zu verscheuchen. Guck mal, die gehen jetzt schön dahin. Armin ist on, ey, der ist einfach gesehen, Freunde. Ich wollte eben mit dir reden. Du sagst die ganze Zeit so, ey. Guck mal, ich versuche den Frieden herzustellen, ja? Auch wenn du es nicht glaubst, ich versuche ganz toll. Ja, den Frieden, den kriegst du gut. Guck mal, das Ding ist, ich bin mit Alphastein befreundet. Ja. So, er war am Boden. Du hast ihn als erstes wegen TNT erpresst, dann hat es gegeben, dann kam es raus, dass irgendwie was hatte. Wir haben nichts erpresst, sondern wir wollten einfach nur die Insel retten. Ja, ist ja auch gut. Er wurde da erpresst wegen TNT-Abgabe, dann hat es abgegeben, dann kam irgendwie raus, dass er irgendwie ein bisschen Gunpowder da hatte und dann habt ihr ihn ja getötet mit Ente. Ja, und dann denkst du dir, ja, jetzt nehme ich mal Wife komplett auseinander. Da, guck mal, und das Ding ist, ich liegst da meine nicht, Sachen. Guck mal, das Problem ist, das hat einfach zum einen oder anderen geplant. Guck mal, du hast ihn getötet, ja? Und ich habe mit dem geredet, persönlich. So wie du mit Armin redest, rede ich mit Alphastein, weil er ist wie so ein kleiner Bruder, auf den man aufpassen muss. Aber wenn du ihn Lolli wegnimmst, ausrastet. Was redet der gerade?
Ja, okay. Und ich habe mit ihm geredet und dann hat er gesagt, ey, ich werde entweder die YouTube-Insel verlassen, hat rumgeheult. Es hat mir wehgetan, es hat mir wirklich wehgetan, wie er da rumgeweint hat. Aber dann hat er noch eine Sache gesagt. Was juckt mich das, Bro? Ja, muss es auch nicht. Mich hat es gejuckt, weil er liegt mir am Herzen. Aber dann hat er noch eine Sache gesagt, die mir zu denken geschafft hat. Er hat gesagt, er wird alles dafür tun, entweder wird er die Insel verlassen oder er wird alles dafür tun, die TNT-Base von dir zu finden, TNT zu nehmen oder TNT zu besorgen und die ganze Insel zu sprengen. Und dann habe ich gesagt, nein, chill. Ich besorge dir deine Sachen. Und wie soll ich von dir die Sachen besorgen? Einfach so, ja, Lukas, gib mir mal die Sachen von Alpha-Stein. Das ist ja, Lukas. Kann ich ja nicht. Deswegen hatte ich diesen Ass im Ärmel. Guck mal, ich hätte keinen Grund, das jetzt hochzuladen, dass ich bei dir eingestiegen bin oder sonst was. Ich habe alles nur gemacht, damit er nicht sucht und seine Sachen zurückbekommt und wir die Freundschaft zwischen euch beiden irgendwie herrichten und ihr beide euch versteht vielleicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, Bro, erstens hätte er die TNT-Farm nicht gefunden und zweitens... Ja, aber... Digga... Er hätte ja alles abgesucht bis zum geht nicht mehr. Da am Ende findet er nicht deine TNT-Farm, sondern benutzt die von Max die ganze Zeit, spart sich TNT ohne Ende und bombt alles in die Luft. Und dann ist auch alles vorbei. Das war mein einziger Ausweg. Also habe ich gedacht, komm, ich werde diesen Ass. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich werde diesen Prank nie auflösen und diese Screenshots niemals benutzen. Ich habe auch deine. Guck mal, das Ding ist. Es ist jetzt so viel. Es ist alles aus dem Ruder geraten. Freunde, mein Kopf. Nur jetzt hinzukriegen. Ich raff gar nichts mehr gerade. Ich habe deine TNT-Farm, ja, deine Geheimbase, deine Rüstung, was du gesagt hast. Ich habe einfach nur ja gesagt. Ich habe nichts angefasst. Nichts angefasst. Und ich sag dir ehrlich. Wie? Alle Sachen sind noch da. Ich habe gar nicht mehr geguckt. Alle Sachen sind da. Ich habe sie nicht benutzt. Ich schwör auf alles. Ich habe nichts. Alle Kisten, jede einzelne TNT, Rüstung, außer egal TNT, was. TNT-Kiste. Nur die TNT-Kiste. Ja, ich habe es gesehen, Bro. Ja. Ich war selber da. Ja, sonst alles da, ich habe nur gelogen, damit du denkst, ich habe irgendwas geklaut. Nein, habe ich nicht. Und das war nicht geplant, dass ich wusste ja nicht, dass A mir plötzlich eskaliert und jetzt ist, guck mal, ich sag, aber was denkst du denn, Bro? Ich bin Wasserkrieger. Natürlich, wenn irgendwas logisch, mir passiert. A mir und ich sind Brüder, Digga. Ja, das verstehe ich auch. Deswegen bin ich auch der Bruder von Alphastein, der versucht hat, ihn zu zügeln, bevor er die ganze Insel hochjagt, damit er die Sachen einfach bekommt, ihr vielleicht irgendwie befreundet seid und dann, ich wollte dich auch nicht erpressen. Guck mal, ganz ehrlich, hast du dein Handy bei dir? Ja. Guck mal, ganz ehrlich. Warte. Bro, ja, jetzt rufst du an, ich bin noch am Aufnehmen. Ja, ich nehme an. Ist doch gut, guck mal, ich zeig dir jetzt, also ganz ehrlich, Bro. Warte. Mal, das ist das, was alle sehen wollen. Siehst du's? Ja, ich seh's. Das ist es doch, oder? Der Ordner. Guck. Ja. Guck, offen. Bro, alle meine Screenshots, ne? Alle deine Screenshots, siehst du? Ja, seh ich. Bro, siehst du? Ja, ich seh jetzt. Siehst du? Was willst du jetzt? Siehst du das auch? Aha. Bevor irgendjemand sagt, was? So. Clean. Ich will nichts von deinen Sachen haben. Sonst hätte ich sie schon längst. Verstehst du, was ich meine? Ich will nichts von deinen Sachen haben. Ich hab's gelöscht. Und ich schwöre hierbei, genauso wie ich geschworen habe, deine Rüstung, wenn du später hingehst, ist alles noch da. Und ich habe keinen einzigen Screenshot mehr. Bro, erklär mir aber bitte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich versuch's jetzt zu erklären. Er wollte alles hochjagen. Ich versuche es zu hindern. Guck mal, ich habe einen guten Vorschlag. Wir werden einfach in Ruhe mit Alphastein reden. Und danach kann ich dir noch das Versteck zeigen, wo ich den. Bro, was machen die jetzt? Das fliegende Auge? Keine Ahnung. Ich habe denen gerade gesagt, die sollen zu dem Ort gehen, wo wir waren, weißt du? Okay. Guck mal, ich bin außer Atem. Junge, ich wollte einfach nur jetzt reden heute. Rostock wollte jetzt doch nur fliegen, quatschen. Und jetzt haben die angefangen, wegen der Ente hier zu sprengen. Wegen der Ente. Amir, komm mit. Komm, hast du es mit? Bro, aber okay. Ich verstehe jetzt alles. Du willst anscheinend nur Frieden, bla bla. Bro, aber warum hast du meine Tri-Sachen überhaupt geholt? Warum? Ja, Bro, eigentlich wollte... Digga, der Prank, ich sag ganz ehrlich, ich hab's auch oft schon in den ganzen Videos gesagt, dieser Prank, dass du bei mir einbrichst auf den, das ist ein lustiger Prank, da sag ich ja gar nichts. Aber Digga, dass du meine Sachen nimmst einfach. Bro, der Teil 1 war einfach die Sachen in die Kiste legen und dann der Teil 2 ist, dass ich dir die Koordinaten schicke. Bro, ich wollte nie damit was anfangen, sonst wäre ich ja schon längst dort gewesen. Aber jetzt habe ich das einfach, guck mal, die letzten Tage, da Alphastein Beef, da wird er getötet, Ente wird getötet. Ich wollte einfach endlich mal, dass die zwei sich, keine Ahnung, mal akzeptiert werden. Die sind wie so kleine Schulklässler, auf die alle eintreten. Und ich habe nichts gesehen. Ja, und Bro, weil die nur Müll machen. Ja, die sprengen bei jedem, die fangen mit jedem Krieg an und keine Ahnung was. Natürlich. Ja, ich verstehe. Und guck mal, deswegen entschuldige ich mich auch bei dir. Ich habe die Screenshots gelöscht. Ich schwöre, ich habe keinen Screenshot. Und die TNT. Aber bitte, ich habe Drive, by the way, schon alles gelöscht, Freunde. Versuchen die. Guck mal, das sind wie so kleine Jungs. Man muss doch einfach nur zu denen sagen. Deswegen habe ich das alles gemacht, damit du vielleicht sagst, ey,
guck mal, Alfie, dies, das, wir können uns ja verstehen und jo, und dann sagt er, ja, wow, 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 und plötzlich ja, ist Bro, er wieder glücklich. Ja, Bro, es war einfach nur der falsche Weg. Digga, ich bin aus ja, den Wasserkriegern ausgetreten und guck mal, was für ein, oh, Digga, das ist alles. Bro, ich habe die letzten Tage nichts mehr gerafft, gar nichts mehr. Bro, ich bin froh, dass ich geschafft habe, den Alpha-Clan zu schließen. Das war ein Highlight. Jetzt sind die auf jeden Fall sehr motiviert. Guck mal, das Ding ist, es ist alles nur ein Mittel zum Zweck. Nur ein kleiner Zeitfenster. Ich wusste ja nicht, dass Armin direkt alles losspringt und hier Bomben. Ja, Bro, natürlich, Digga, wir sind Brüder. Wird Armin irgendwas passieren, ich würde genauso reagieren. Ja, Armin ist auch ein Bruder von mir, deswegen habe ich mich auch schlecht gefühlt. Ihr seid tolle Brüder. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich wollte das quasi, ich wollte ja Armin nichts Böses, ich wollte einfach nur mit dir Alpha-Stein dingern und das mit der Presse, das gehört sich nicht. Deswegen tut's mir auch leid, das war echt ein blödes Ding, aber sag mal ehrlich, hätte ich dich angesprochen und gesagt, ah Bro, kannst du vielleicht die Sachen von Alpha-Stein geben, er will vielleicht die Base ganz YouTuber-Insel hochjagen und der ist sauer und der ist traurig und das ist echt nicht so cool. Hättest du gesagt, oh ja, Bro, hier, okay, ich helfe dir hier die Sachen und ja, kein Problem mit Alfie. Nein! Du hättest mich ausgelaufen und gesagt, geh weg, nicht, Mann. Bro. Ja. Ja, siehst du, das war der einzige Weg, den ich gehen konnte. Bro, ich dachte, du hast einen Vollschaden die letzten Tage, Digga. Nein, wie du geredet hast, Junge. Ich dachte, wer ist das? Du bist doch nicht mehr Russack. Bro, ich versuch doch einfach nur, das Alpha-Stein auf der Insel so irgendwie ein bisschen akzeptieren. Ja, okay, Bro, ich habe jetzt alles soweit verstanden. Easy, ich hab's verstanden, so. Aber was ist der Plan jetzt? Was ist jetzt der Plan? Wir gehen hin. Keine Ahnung, du kannst ja... Hey, aber jetzt... Kannst, Bro, ich raff gar nichts. Aber jetzt Endkrieger und so, was... Hä? Ja, ich muss dir irgendwas, damit Alpha-Stein mit mir in einem Team ist und so. Und wie Alpha-Clan, so, weißt du? Ja, okay, so, ich hab verstanden. Du willst nur so. Das Gute, so dies und das, aber... Genau, und jetzt gehen wir was, einfach was hin. Was jetzt? Was erwartest du? Dass ich jetzt sage, okay, ich geh nicht mehr in die Wasserkrieger, ich bleib jetzt bei euch. Ja, cool, super, alles wieder ja, toll. Ja, das ist vielleicht nicht so gelaufen, wie ich dachte. Ich dachte vielleicht so, kann ich dich über ein Zeitfenster bei uns halten und dann kannst du ja irgendwann mal schön rausspazieren mäßig und Alpha-Stein ist glücklich und fühlt sich akzeptiert und ihr werdet Freunde. Weil ich dachte, vielleicht fangt ihr an, Sympathiepunkte zu sammeln und dann fängst du ihn an zu wahrscheinlich an Sympathiepunkte mit Alpha-Stein, ja. Ja. Bro, er hat gestern gesagt, ich soll bellen und keine Ahnung was. Ich werde niemals im Leben mit Alpha-Stein irgendwas mit Sympathie, never. Ja, aber Bro, ja, okay, aber was machen wir jetzt? Warum gehen wir jetzt noch zu dem Treffen? Dann lass den halt sagen, oder lass sie killen oder keine Ahnung was, nein, Bro. Nein, 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 das ist keine Lösung. Komm, wir laufen jetzt erstmal in die Richtung dahin, ja? Ja, ey, guck mal, das Ding ist, hast du nicht gerade gesehen, er hat dir gerade gesprengt. Denkst du, das TNT ist von mir? Nein. Ja, woher sonst? Natürlich, Digga, du hast safe irgendwas abgegeben. Ich hab ihm kein TNT abgegeben. Schwör auf alles, dass du nicht ein einziges... Bro, er hat zu 100% schon TNT von Max seiner Base oder sonst was oder Ente hat's von Max Freunde, seiner Base. Ich hab's von Anfang an gesagt. Wenn die gesagt, jetzt schon wieder TNT haben und anfangen zu sprengen wegen der Ente. Bro, du weißt gar nicht, was für ein Kamikaze-Angriff das wäre, wenn ich jetzt nicht Alpha-Stein irgendwie ein Gefühl gegeben hätte, dass er mit mir jetzt... Ich mag ihn ja immer noch. Ich will ja immer noch, dass er Frieden ist. Ich will ja nie... Ich mag ihn. Ja, okay, aber Bro, Digga, wirklich, ich raff grad, mein Kopf ist gerade Matsch. Also, ja, ich dieses ganze einfach, Erpressungsding und keine Ahnung was. Das war, ja, das war nur damit... Damit Alpha-Stein nicht ausrastet und die ganze Insel in die Luft jagt. Bro, ich war Real Talk so gottlos enttäuscht von dir. Digga, du warst bei mir zu Hause und machst Bro, diesen Move, Junge. Bro. What? Ich lade dich da ein und alles, Bro. Und dann snackst du dir meine Sachen einfach. Ja, Bro, also an sich war das Snacken zuerst nur wegen dem Prank. Das war ja logisch. Eigentlich Bro, wäre dieser eine Prank, das wäre halt... Bro, ich sag dir, ich wäre dir nicht mal böse gewesen. So, zu machen ist die eine Sache, aber das dann gegen mich zu nutzen und zu erpressen, Bro, das ist halt gottlos gewesen. Bro, du hättest niemals freiwillig Alpha-Stein versucht zu helfen. Ja, oder? Natürlich nicht, Junge. Warum? Ja, siehst du, und dann habe ich gedacht, das ist die einzige Option. Aber jetzt merke ich ja schon, wie er jetzt schon wieder an TNT kommt. Verstehst du, was ich meine? Deswegen müssen wir ihm das Gefühl geben, dass wir alle zusammengehören. Ja, Bro, und dann, guck mal, ich bin sehr entschlossen davon, dass er sich ändern kann. Und ein Guter wird und all. Niemals. Einfach... Bro, du hast ja gerade gesehen, wie er sich ändert. Du hast doch gerade gesehen. Gar nichts wird er ändern. Ja, aber Bro, das ist ja auch einfach, weil gerade ein bisschen Chaos. Das war nicht geplant mit der kaputten Ente und sowas. Weißt du, was Bro, ich meine? Guck mal, ich sag dir eine Sache. Digga, ey. Bro. Ja, und jetzt wird alles geklärt. Wir tun ja einfach sagen, wir sind alle happy und so. Spreng ist unnötig. Das war ein Zeichen, dass wir Alpha-Clan beendet haben. Deswegen die alten Sachen wir nicht brauchen, so weißt du? Dann, okay, pass auf. Ja. Also erstmal Respekt, dass du dich entschuldigst, Bro. Ja, ich hätte wirklich mit allem gerechnet heute, aber nicht damit. Dann, Alpha, der hat TNT, sagst du? Boah, ich habe ihm doch gerade TNT abgenommen. Und nicht wenig. Ich habe jetzt gerade in meinem Inventar komm mal grad schon mit, komm mal grad mit. 90 TNT habe ich. Oh mein Gott, Freunde. Russack ist jetzt die einzige Betrogen, weil er das hat. Wenn Alpha-Stein noch nichts hat. Bro, okay, woher? Okay. Warte, pass auf.
Dann lass uns das so machen. Junge, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Ich schwöre auf alles. Guck doch, ja, ist okay, aber was bringt das? Das ist nicht von mir. Wenn du willst, kannst du mich immer noch komplett zerstören. Okay, ich mach's wie folgt, Dann lass jetzt Alphastein. Junge, es ist alles so lost. Aber wir tun jetzt so, Ja. Junge, aber... Bro. Einfach nur nett sein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach nur nett sein. Einfach nur nett sein und sagen, Alfie, das war unnötig. Wir sind alle ein Team. Lass probieren, an seinen TNT ranzukommen. Wir müssen seinen TNT noch holen. Ja, okay. Und ich hab schon gesagt, ich werde meine Creeper-Farm zerstören. Ich werde auch die von Max zerstören. Ich hab satt, ist mir jetzt auch egal. Dann bin ich der Buhmann. Aber bevor hier nochmal Krieg ausbricht und irgendwas passiert, hat keiner was. Ganz einfach. Boah, ja, okay, ich mach das nicht mehr mit. Ich hab keinen Bock mehr. Lass mit ihm reden. Guck mal, dieses ganze Hin und Her die letzten Tage. Junge, was war das? Was muss man sich hier geben? Es ist halt viel passiert. Und ja, ich verstehe. Ich muss auch sagen, ich war auch emotional. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich war ein bisschen getriggert, dass Alfie so am Boden war. Aber er tat mir auch leid. Aber dann, als er böse wurde, also als er mir gesagt hat, er könnte auch die ganze Insel sprengen oder die Insel verlassen. Ich wollte beides nicht. Ich will nicht, dass er die Insel verlässt und ich will nicht, dass er ausrastet. Ja. Aber was soll ich da machen? Beides ist scheiße. Ja, das zeigt auf jeden Fall Stärke, dass du das jetzt so sagst. Ja, deswegen müssen wir... Ich wollte auch mit Armin noch... Bro, ich habe mich eh schon gefragt, was du hast. Ich habe so oft mit Armin geredet, dass ich versuche... Du kannst Armin fragen. Ich habe mit ihm immer mich heimlich getroffen. Ich gebe es zu. Es gab immer heimliche Treffen mit Armin. Ich habe ihm tausendmal versucht zu erklären. Lass uns Ente und Alphastein ins... Wusste Armin von dem Plan mit dem Erpressen? Bro, sag bitte nicht ja. Nein. Davon wusste er nichts. Okay. Und jetzt war dann der Plan, er hat aber auch nie zu mir gehalten. Er hat gesagt, Bro, für was brauchst du das? Komm doch einfach zu den Wasserkriegern und dann ist alles gut. Und ja, lass mal zu denen gehen jetzt. Bevor, guck mal, keiner ist da. Ja, hey, lass Freunde. Da dachte ich so, komm, ich versuch nochmal mein Bestes. Aber lass uns dahin schwimmen. Ja, let's go. Ey, Freunde, ich blick hier gerade gar nichts mehr, nichts. Freunde, tut mir wirklich mal den Gefallen, schreibt in die Kommentare, was sollen wir davon halten? War jetzt im Endeffekt Russack nur die Person, die irgendwie Frieden wollte und Bro, weil denn, es macht gar keinen Sinn alles. Ey, ich blick gerade gar nichts mehr, ne? Von der ganzen Geschichte und ich blick gar nichts mehr gerade. Wir gehen jetzt erstmal hin, Freunde, wir gucken mal mit Alphastein. Aber Bro, wenn Alphastein die ganze Zeit schon wieder sprengt und macht und tut... Junge, dass Russack das überhaupt probiert. Alphastein, man kann ihn nicht ändern. Guck mal, wie oft haben wir das schon probiert, auch auf der YouTube-Insel 1 und sowas. Aber wenn wirklich alles stimmt, was Russack sagt, Freunde, dann tue ich jetzt so, als wäre alles gut. Und wir probieren Alphastein noch alles wegzunehmen. Es ist ja auch nicht mein Ziel, irgendwen auszulöschen oder so, ne? Dass ihr das auch nicht falsch versteht. Auch wenn ich es mit Russack so hardcore gerne gemacht hätte. Aber die Sache mit dem TNT... Bro, es geht nicht anders. Hier, was geht? Irgendwo hier muss es beim Boot sein. Ja, hey, aber hier, bevor wir reingehen, Lukas, ganz kurz, bevor jemand was hört. Die hören Madam, Digga. Aber ja, was denn? Danke einfach. Wofür danke? Einfach danke, dass du mir hilfst. Bro, nochmal vertraue ich dir gar nichts, ne? Nur zur Info. Ich meine trotzdem, danke. Wo, hier? Junge, freu dich raff. Ja, runter. Okay. Ich glaube, die kommen hier. Hallo? Hallo? Leute, Freunde! Freunde! Wo seid ihr? Wo seid ihr, Freunde? Willkommen, wo seid ihr? Hey! Wir wollen euch das neue Mitglied vorstellen! Abs auf! Und Jungs, zwar... Wolf, guck mal, wir haben ein neues Mitglied! Und zwar Ente! Yes. Ente! Ente, es ist auch im Clan, Freunde! Ente. Warum habt ihr bei Army gesprengt? Bei Wasserkriegern? Ja, weil er... Ente gesprengt hat! Da hab ich gewohnt, das war mein Haus! Okay. Ja, Lukas! Ja, das ist gut. Wir haben es gesprengt! Ey, hallo! Warum sind hier die Enderperlen drin? In der Augen meinst du... Ey, ganz kurz! Bro, mach das weg! Ganz kurz, man wird gebannt! Wir dürfen es nicht machen! Ja. Ganz einfach! Man darf nicht reingehen, warte, wir wollten jetzt die Zeremonie behalten, okay? Bleib mal kurz bei mir. Nein, okay? Ey, ganz kurz! Nein! Alpha, warte! Bro, mach keine Dummheiten, man wird gebannt! Jungs, ganz kurz, man wird gebannt, alles drum und dran, wir haben uns hier versammelt und... Und warum Ente? Ente hat dich voll verraten, Digga. Hä? Ente! Oh, ich mich nicht dabei habe! Ente, weil... Ente, harte Zeiten, Jungs, Leute! Jungs, kein Streit, bitte. Bitte, kein Streit einfach. Du hörst jetzt die Zeremonie. Ente, wir sind dankbar dafür, dass du klein bist. Ey, hör auf! Bro, hör auf, wenn du's machst, wir werden gebannt, hör auf. Nein. Alphastein, hör auf. Leute! Alpha, hör auf. Alpha, wir wollen nicht verziehen, wir halten heute Alpha, hör auf! Alfie, mach es nicht. Hör sogar nicht! Bro. Nein. Bro. Nein. Junge! Digga, das ist gegen die Regeln! Oh mein Gott, was hat er getan? Junge, Digga, wir werden gebannt, ist dir das klar?
Nein. Bro, es ist so dumm, wirklich. Bro, what? Junge, was? Warum macht Alphastein das? Bro, ich weiß es doch nicht, wieso er das gemacht hat. Ich dachte, wir werden jetzt alle friedlich sein. Oh mein Gott, aber. Junge, nein, es nein, macht nein, gar keinen Sinn. Wo ist der Bro. Sinn? Wo ist mal, der Sinn? Wir, ganz kurz, du checkst schon, dass wir nicht mehr rauskommen, ne? Es gibt ja kein Portal, wo wir wieder zurückkommen. Wir müssen erst den Enderdrachen besiegen. Nein. Bro, ey, das war nicht geplant. Das war nicht meine Mission. Lass mal bitte gerade hier reinbauen. Ich habe keinen Bock, jetzt vom Enderdrachen hier runtergeschossen zu werden. Junge, ist das. Ich sag dir, wie es ist. Das war was ist das für eine Folge? Was? Keine Ahnung, was hier jetzt abgeht. Junge, egal, was wir jetzt hier machen, wir werden eh gebannt. Das macht gar keinen Sinn. Bro, nein, egal, was ist. Ich nehm den Bann auf mich, wirklich. Bro, ist so dumm. Ja, das interessiert keinen. Ich werde jetzt auch gebannt. Junge, was? Nein, du wirst nicht gebannt. Ich sorg dafür. Das ist das Mindeste, was ich dir schulde. Irgendwie kriegt man das schon hin. Vielleicht werden wir gar nicht gebannt. Bro, warum macht Alphastein das überhaupt? Warum macht er das überhaupt? Ja, cool. Ja, jetzt werden wir noch angegriffen und sterben. Was passiert hier, Bro? Bro, wenn ich hier runterfalle oder so, dann ich... Bro, nein. Wir werden überleben und alles wird gut sein. Ich höre ihn. Wenn jemand gebannt wird, dann werde ich gebannt, okay? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das ist das Dümmste gewesen überhaupt. Warum bin ich überhaupt zu diesem Portal gegangen? Bro, diese. Bro, keine Ahnung. Im Chat stand mit den Augen, das war wegen Alphastein, Digga. Bro, ich wusste ja nicht, dass er jetzt plötzlich sowas macht, Mann. Bro. Bro, nein. Ja, was sollen wir jetzt machen? Was ist die Lösung? Und warum kommen die nicht nach? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Die kommen doch auch nicht rein. Ja, vielleicht wollen sie nicht rein oder vielleicht haben sie Angst. Ich weiß auch nicht, was machen wir jetzt? Ey, Alphastein ist so ein Dummi, ne? Ich wette sogar, er hat sich mal extra gemacht, der Pfosten. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja, Bro, was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Ich lock mich jetzt aus, ich werd gebannt. Bro, ja, aber vielleicht töten wir den Enden. Ich weiß auch nicht, Digga. Bro, egal, Junge, ich hab nicht mal. Wir brauchen Blöcke. Ich hab nicht mal genug Blöcke, um mich hochzubauen, um diese Türme da. Ich hab paar Blöcke. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll, Bro. Soll der Enderdrach uns hochjagen? Bro, ich hab TNT-Blöcke, voll viele. Bro, warum farm ich jetzt gerade Blöcke? Wir werden eh gebannt. Junge, es gegen die Regeln ins End zu gehen. Bro, wir werden nicht gebannt. Und wenn, dann sage ich dem Admin, ich war schuld. Junge, natürlich werden wir gebannt. Warum sollen wir denn nicht gebannt werden? Das macht gar keinen Sinn, das ist gegen die Regeln. Ich werde dafür sorgen, dass wenn jemand gebannt wird, dann ich bin es, okay? Aber jetzt haben wir, wir müssen Bro, wenn jemand gebannt wird, dann Alphastein. Warum sollst du? Wow, der Drache macht Geräusche, Bro. Warum sollst du gebannt werden? Wenn, muss Alphastein gebannt werden. Ja, wenn, dann sage ich, ich war schuld, dass wir ins End gekommen sind. Das war unabsichtlich. Aber warum willst du die Schuld dann auf dich nehmen? Das war doch Alphastein. Bro, ich hab in Alphastein vertraut. Ich wusste nicht, dass er plötzlich hier sowas bringt. Bro, das liegt in meiner Verantwortung. Ich wollte euch zusammenbringen. Jetzt ist Chaos passiert und wenn ein Bann kommt, dann ist es auf meine Kappe, okay? Egal was ist, ich werde mich dafür einsetzen, sollen die mich bannen, komplett oder sonst was. Aber bevor sie dich bannen, du hast nichts damit zu tun. Du bist reingefallen. Dann sage ich einfach, das war meine Falle an dich und ich werde gebannt. Oder irgendwie sonst was, okay? Egal was ist, ich werde dem Admin sagen, er soll mich bannen und du hast nichts damit zu tun. Das war ein Zufall, dass du mit reingefallen bist. Vielleicht werden wir auch gar nicht gebannt, weißt du? Oh, wirklich nach der ganzen Aktion. Das sind übel starke Worte und ich. Digga, danke, dass du so redest, aber Bro, ich versteh grad gar nichts. Bro, vielleicht werden wir auch gar nicht gebannt, alles ist gut. Und Bro, wir werden gebannt, das ist gegen die Regeln. Es ist ganz klar gegen die Regeln. Bro, das ist das Einzige, was uns jetzt übrig bleibt, Bro. Und vielleicht kommt ihr auch hinterher oder so, weißt du, ich meine? Sollen wir einfach. Bro, wenn die hinterherkommen würden, dann wären sie jetzt schon da. Alpha, hallo? Alfi? Hier ist keiner, Bro. Die kommen nicht hinterher, die sind nicht doof, die wissen genau, dass wir gebannt werden. Bro, vielleicht werden wir auch gar nicht gebannt. Junge, Digga, sag die Junge, du wirst sehen. Bro, na klar werden wir gebannt. Vielleicht werden wir nicht gebannt, vielleicht passiert ja nichts, weißt du, wie ich meine? Ja, wahrscheinlich passiert nichts. Wahrscheinlich gehen wir ins End, was gegen die Regeln ist, und es passiert nichts. Der Admin sagt, ach komm, habt Spaß da drüben. Ich rede schon mit dem Admin, ich werde die Schuld auf mich nehmen. Alles gut, meine Verantwortung, meine Schulden. Vielleicht ist es gar nicht verboten oder so. Warum fahre ich gerade überhaupt Blöcke, Bro? Ist egal, ich lock mich jetzt aus, ich gehe jetzt auf, Bro. Ich habe keine Lust, ich werde eh gebannt, warum soll ich jetzt hier noch irgendwas machen? Bro, ganz toll. Wir werden nicht gebannt und wenn, dann werde ich gebannt. Junge, was? Alles wird gut, wir kriegen das schon hin. Frieden! Nein, Bro. Auch wenn du gute Absichten hattest, du siehst ja, was passiert ist. Bro, wir schaffen wir beide. Das. Bro, guck mal, du wolltest für Frieden sorgen. Es gab die größte Explosion überhaupt auf der Insel, Bro. Ihr zwingt mich aus dem Wasserkehren rauszugehen, bla bla. Okay, du hast einen guten Gedanken, ich verstehe das. Aber man kann Alphastein nicht vertrauen. Du hast gesehen, was jetzt wieder passiert ist. Bro, und er kommt auch nicht hinterher. Er kommt ja auch nicht hinterher. Es war ein Unfall. Wir müssen einfach abwarten. Vielleicht kommt er her und dann rettet er uns. Und er kommt her und rettet uns. Und dann weißt du, dass Alphastein ein Guter ist. Das wird nicht passieren, Bro. Du kennst Alphastein nicht. Allein, dass du immer noch denkst, Alphastein ändert sich. Bro, ich geh jetzt auf. Ja, ich geh jetzt auf. Okay. Bro.
Bro, wir sind im End. Ich werde gebannt. Es ist gegen die Regeln. Das ist ganz klar gegen die Regeln. Keiner darf ins End gehen. Punkt. Was soll man da noch argumentieren? Ich weiß nicht, warum Alphastein das gemacht hat. Ob das extra war, ob das nicht extra war. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, jetzt habe ich den Salat. Cool. Mega. Egal, haut rein, Leute. Zombie neben mir, ey, ich baue mich schnell eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier, auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach, ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren, mit Elytra und